Kampfrichterinnen noch ein wenig Polster und Luft vor. 9,8 macht 19,8 und das sind 0,8 Punkte mehr als bislang führende chinesische Gruppe. Nun sind wir bei Frankreich. Die Französinnen mit 5 Reifen. Musik von der Gruppe Yellow. Sie haben ihre Übung vom Vorjahr umgebaut, kommen allesamt aus dem Trainingszentrum Calais. Dort sind die Gymnastinnen Frankreichs konzentriert und schauen wir mal, was sie uns zeigen können in diesem Jahr kurz vor den Olympischen Spielen. Denn dafür haben sie sich qualifiziert, genauso wie Deutschland. Die deutsche Gruppe, wie gesagt, aus Wattenscheid, hier nicht dabei. Auch dazu dann später einige Worte mehr. Temperamentvolle Französinnen haben sich dafür gestellt. Frankreich mit enormen Zuwachsraten im ganzen Bereich der Gymnastics-Disziplinen wie Kunstturnen, Trampolin sowieso, auch rhythmische Sportgymnastik. Und diese Mädchen kämpften im Vorjahr mit diesem Handgerät, vor allen Dingen im Bereich der Leistung der deutschen Gruppe, und wurden jeweils vor Deutschland Fünfte im Gruppenmehrkampf und Fünfte mit diesem Handgerät mit den Reifen. Nur mit 3 Bälle, 2 Bänder lagen sie auf Rang 7 mit Griechenland hinter Deutschland. Also etwas zur Bewertung, liebe Zuschauer, werden wir nochmal eine Studie sehen dieser 5 Mädchen. Früher waren es mal 6, Sie erinnern sich. Aber Mr. Samaranch wollte ein wenig die Teilnehmerzahlen bei Olympischen Spielen reduzieren. Und seit die Gruppe nun auch im olympischen Programm ist, war die Maßgabe, bitteschön, nur 5 Mädchen. Und hier sehen Sie noch einmal den Wert, der bislang spitze ist. Die 10,0 in der Komposition, also in der Bewertung des Inhalts und des technischen Wertes. Und die Französinnen haben hier 9,7 bekommen und in der Ausführung, Exekution rechts, 8,966.